In Halle treffen zwei Kellerkinder aufeinander. Der Hallesche FC bekommt es mit dem VfB Lübeck zu tun. Beide Teams haben seit 5 Spielen keinen Dreier einsammeln können. Nichtsdestotrotz ist die Kulisse gut. 7000 rund sind gekommen, um sich die Partie vor Ort anzuschauen. Rein ins Spiel, Halle von rechts nach links in den bekannten Farben. Und nach 16 Minuten gibt's 11 Meter. Timo Ganzlerweit zeigt auf den Punkt, nachdem Aaron Herzog das Bein zu hoch hat gegen Tunay Deniz. Jonas Niedfeld gegen Philipp Klevin heißt das Duell. Und Niedfeld dreht jubelnd ab. 4. Saisontreffer für ihn, das 1:0 für den HFC. Halle auch in der Folge Ton angeben. No-Look-Pass auf den Flügel zum starken Bonga. Der nimmt Eitschberger mit. Eitschberger auch mit einer Menge Platz. Und im Zentrum Dropkick, Tor von Tunay Deniz. Herrliches Tor. Nur 60 Sekunden nach dem 1:0 stellt der HFC auf 2:0. Technisch ganz fein gemacht, den Ball über Klevin ins lange Eck hineingehoben. Keine Abwehrmöglichkeit für den Keeper. Da gibt's das Herz für Fans und Coach. Was kommt von den Gästen? Zunächst gar nichts. Und dann haben sie mächtig Massel. Denn hier hätte es nach Foul an Baumann Elfmeter geben müssen. Er wurde klar gezogen, doch der Pfiff bleibt dieses Mal aus. Und nun kommen sie, die Gäste aus Lübeck. Und wie aus 4 Metern haben sie die Chance, mit dem Kopf einzunetzen. Aber Kastenhofer bleibt hängen am Bein von Philipp Schulze. Sein Einsatz stand auf der Kippe. Gut, dass er den Weg noch in den Kasten gefunden hat. Beste Gelegenheit bis hierher, aber jetzt die Gäste am Drücker. Aaron Herzog, ein Ex-Hallenser mit einem direkten Freistoß. Schulze auf dem Posten, den muss ein Drittliga-Keeper haben, den hat er auch. Chancen gab es auf beiden Seiten, aber bislang gucken die Gästefans in die Röhre. 0:2 liegen ihre Lieblinge zurück und damit steigen wir ein in Durchgang Nummer 2. Der ist 10 Minuten alt und Velasco macht sich mal auf die Reise. Schaut und sucht Boland, den findet er nicht, aber der Ball, der fliegt an den Pfosten. Riesendusel für den HFC und Pech, dass Boland nicht noch die Naht ans Leder bekommt. Denn dann hätte der Ball sicherlich den Weg ins lange Eck hineingefunden. So heißt es Glück für Halle, dass sie auch schon 15 Mal in dieser Saison Pech mit Aluminiumtreffern hatte. Gute 10 Minuten später. Wieder die Gastgeber mit Baumann und Halimi. Und dann ist da Deniz! Tunay Deniz! Zieht ab, aber zu zentral, wenn er diesen Ball etwas zielgerichteter in eine Ecke bekommt, dann steht es sicherlich 3:0. So aber kann Klevin noch klären. Kurz darauf diese Aktion im 16-Meter-Raum. Hauptmann gegen Timur Geiret. Spiel läuft weiter, hätte es aber nicht dürfen. Ellbogen klar zu hoch. Hier bleibt der Elfmeterpfiff abermals aus. Wieder Glück für die Gäste, die allerdings sich weitere Schnitzer im Aufbauspiel erlauben. Und die nutzt der HFC. Bonga auf Geiret. Volley 3:0. Deckel drauf. In der 76. Minute belohnt sich der HFC mit dem Treffer zur Entscheidung in dieser Begegnung. Vom VfB Lübeck kommt zu wenig, zu viele individuelle Fehler, die die Gastgeber immer wieder einladen, ihre Angriffe vorzutragen. Aber eine Aktion, die gibt's noch. Nochmal der HFC. Denn Lübeck kann sich nicht befreien. Dann gibt es eine Flanke von Halimi und einen Zweikampf im Zentrum. Plötzlich gibt es danach den Pfiff.
und einen Elfmeter, aber nicht wegen dieses vermeintlichen Ellbogenschlags, der gar keiner war, sondern schauen Sie auf die rechte 16er-Kante. Hier reißt Egerer Denis um und deswegen hat der Schiedsrichter Timo Ganzlowait auf den Punkt gezeigt. Baumann aber lässt diese Aktion ungenutzt verstreichen und so bleibt es beim trotzdem deutlichen 3:0 für Halle gegen Lübeck. Riesenerleichterung, aber ich hoffe, dass das einfach nochmal was mit der Mannschaft macht. Gerechte Freisetz, weil ich glaube, dass die Mannschaft über Wochen sehr gute Leistungen gezeigt hat, wo die Ergebnisse einfach nicht gestimmt haben. Wir wussten schon um die Bedeutung des Spiels. Jetzt stehst du hier mit 0-3 und hast in den letzten 3 Spielen jetzt 13 Gegentore bekommen. Das kann sich jeder vorstellen, glaube ich, wie sich das anfühlt. Hinten muss der VfB dringend den Laden schließen und vorne wieder treffen. Die nächste Chance gibt es nächsten Samstag, dann vor heimischer Kulisse gegen Saarbrücken. Und ein weiteres Heimspiel hat auch der HFC. Dann kommt der sächsische Nachbar aus Dresden. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.